Ja, der hat sich umgebracht. Aber es war eigentlich auch klar, dass er tot ist. Boah, sieht das genial aus. Okay, mal gucken. Hier haben wir auch noch was zum Looten. Gut, dann würde ich sagen, müssen wir hier lang. Und wieder eine Nebenmission abgeschlossen, müsste jedenfalls. Ich hoffe, wir kommen jetzt direkt zur Bahn. Climb the carrier ladder. Mist, der Vorratsraum scheint abgeschlossen zu sein. Der Schlüssel könnte bei seinen Habseligkeiten sein. Ist zumindest einen Blick wert. Toll. Müssen wir jetzt dann... Nein! Ach nö, nicht schon wieder. Ach komm, leck mich doch am Arsch. Ich muss noch nicht wieder nach oben. Ich weiß nicht, ob wir in die zweite Etage müssen oder ob wir in die erste müssen. Schauen wir mal. Okay, hier scheinbar richtig. Ein Textblock. Bisschen Muni. Okay. Warum liegt da ein Fuß oder ach, nur ein Schuh? Ich dachte schon, ein ganzer Fuß wäre das. So, jetzt habe ich auf jeden Fall den Schlüssel. Aber wetten, oben wird wieder irgendwas passieren. Also klar. Ach Mann, ey. Warum, frage ich mich da? Warum muss das Spiel mir das jetzt noch antun? Hier werden gleich überall Viecher rausspringen. Super. Spätestens, sage ich mal, wenn wir die Karte aktiviert haben. Wahrscheinlich schon vorher. Oder? Doch, erst jetzt. Das überrascht mich jetzt allerdings sehr. Aber wir müssen nochmal zurück. Ich sehe es schon. Wie? Moment. Das Inventar ist voll. Ach du Scheiße. Aber unser Shop ist auch schon ziemlich voll, unser Safe, meine ich. Okay, ich nehme mal alle mit. Alter. Wie viele Medikits da liegen, ey. Unglaublich. Ich brauche aber auch keins, oder? Nö. Aber ich glaube, wir haben alles aufgesammelt. Und jetzt bist du wieder zurück und dann erwarten uns die Monster. Es hat gedauert, aber ich verstehe jetzt, warum wir nicht am Leben bleiben durften. Wenn du das hier gefunden hast und noch lebendig bist, dann kann ich meinen Part wohl endlich erfüllen. Computer? Alle übrigen Sprengladungen zünden. War so klar. Komm her, Drecksvieh, raus. Yay! Yeah. Geile Mucke. Ja, hallo? Ich werde jetzt angesprungen. Ganz lustig, mein lieber Freund. Ganz lustig.
Yeah! Wack'n'Roll. Wack'n'Roll, genau. Wack'n'Roll. Das wird zu nur. So muss es sein, dass wir die schöne Bude abrocken hier. Ach ja. Hier ist doch noch irgendwo was. Jetzt will ich dir wenigstens noch den scheiß Schädel abschießen, kleines Arschloch. Yeah. Och nö. Ist hier wieder irgendwo so ein Mega-Vieh, was sich regeneriert? Ach scheiße. Ja, komm her. Ach, das ist so. Die Musik, wie die einfach mal gar nicht dazu passt eigentlich. Geiler Scheiß, ey. Ah, fuck you einfach nur, Edward. Ich hasse dich. Wie die alle verkacken, ey. Die keine Chance haben dagegen. Glücklicherweise. So. Ah, das langweilt mich ein bisschen. Ich bin gerade was ruhig, tut mir leid dafür. Aber ich finde es aber auch geil hier gerade. Und ich muss mich halt ein bisschen konzentrieren, tut mir leid. Hammergeil! Ich finde es richtig genial mit der Mucke. Einfach mal so ein bisschen Western-Musik. Es entspannt aber auch voll die Lage, muss ich sagen. Oh, die Musik.
Musik hat aufgehört, das darf aber nicht. War es einen Blick wert? Ja, Tucker hat einiges an Altmaterialien gesammelt. Gut. Ich gehe jetzt zur Achtern-Sektion und sehe mir das Shuttle an. Hoffentlich ist es keine Schrottmühle. Das war aber der eine fiese Lache. Egal, wir haben auf jeden Fall einiges Zeug gefunden und könnten jetzt, glaube ich, ohne Probleme das Shuttle auch reparieren. Hoffe ich jedenfalls. So, Achternstation. CMS Terra Nova. Ja, ja, die Monorail. Die gibt's ja auch noch. Ach, da fahren wir durch, achso. Ich dachte da unten eigentlich irgendwie, aber okay. Maintenance Ring. Ah ja. Hier steigen wir jetzt wahrscheinlich aus. Nächster Halt. Konstruktion und Reparaturen. So. Akustische Signale weisen auf ein Ressourcenlager in der Nähe hin. Wo müssen wir denn überhaupt durch? Dort. Ah ja. Was ist hier? Gucken wir mal einmal rein. Ach, auch wieder so ein Ding. Stell dir zum Öffnen des Talkies das Wolfram an der... Ah. Jetzt verstehe ich. Man muss also dafür erstmal so eine scheiß Stange herstellen. Toll, das hätte man mir ja nicht vorher sagen können. Ganz ehrlich mal. Ich habe doch schon bei der Greeley so ein Ding gefunden. So eine Talkie-Stange. Inventar voll. Okay. Munition ist auf jeden Fall wichtig. Ach du Scheiße, haben wir ganz schön viel Crap dabei. Ach komm, benutzen wir mal. So, Saumat Gel. Was ist denn das für ein... Achso, ja, Rohstofflager, diese Geräusche. Aber ich kann es hier leider nicht öffnen. Dafür brauchen wir so eine Stange, die ich noch craften muss. Und die habe ich noch nicht gecraftet, weil ich da bis gerade noch nichts von wusste. Gut, aber ich würde jetzt mal so sagen, so behaupten, dass wir hier einen Cut machen. Und ich hoffe, dass er diesmal abgespeichert hat, der kleine Penner hier. Ohne Witz. Das wäre sonst voll asozial. Wie beim letzten Mal hören wir hier auf. Also was heißt hier, aber an so einer ähnlichen Stelle, an so einer Bahnstation. Und ja, ich sage, haut rein, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und schaltet wieder ein. Euer Knecke von Baker Games. Ciao.